Empoli ist ein echter Globetrotter. Nicht nur das Pferd ist international unterwegs, auch alles, was drumherum um ihn geschieht. So hat er zum Beispiel russische Besitzer, einen deutschen Trainer, einen holländischen Jockey. Also man sieht, multikulturell ist dieses Pferd aufgestellt. Und Peter Schürgen, von Ihnen wollen wir einmal hören, seit Dezember hat Empoli pausiert. Jetzt haben wir ihn das erste Mal wieder gesehen. Wie hat er alles so weggesteckt, die Pause? Ja, die Pause war natürlich, er hatte gesundheitliche Probleme, deswegen hat er die lange Pause gehabt. Und wir mussten halt behutsam wieder aufbauen und die Arbeitsleistungen waren schon anständig. Aber wir wollten ein leichtes Rennen aussuchen, deswegen haben wir erst beim Listenrennen angefangen. Haben gehofft, dass er besser läuft, aber mit dem 5. Platz waren wir schon zufrieden. Die Jörg war zufrieden, er sagte, er wäre gut galoppiert, er hat gut geatmet und jetzt werden wir weitersehen, wo er jetzt weitermacht. Was hätten Sie sich heute noch gewünscht an Verbesserung? Man hat wahrscheinlich doch mal so einen Tick mehr Hoffnung, wenn man ein Pferd gerade in so ein leichtes Rennen schickt. Ja, ich meine, es war Listenrennen ganz leicht, war es nicht. Es waren schon gute Steher halt, aber man hat schon gehofft, dass man so ein Rennen gewinnen kann. Deswegen sind wir im Listenrennen gegangen, nicht im Grupperennen. Aber im Nachhinein, die Wiederholung habe ich mir angesehen, war ich schon sehr zufrieden. Und wenn alles klappt, dann wird er auch demnächst wieder in 3-4 Wochen wieder im Grupperennen laufen. Also die Pläne sind durch, schon gehen in die Zukunft, Sie sind zuversichtlich. Ja, er war eben noch am Stall, er ist gut aus dem Rennen rausgekommen und ich denke, wenn alles nach Plan läuft, dann wird er im Preis von Europa laufen. Wie gut steckt Empoli die ganzen Reisen weg? Er war in Hongkong, er war in Dubai, er läuft eigentlich überall rund um den Globus, wo es Rennen für ihn gibt. Wie macht so ein Rennpferd das oder speziell Empoli? Ja, eigentlich bis jetzt hat die Rennen immer sehr gut weggesteckt. Nur die letzte Reise nach Dubai, er war in Dubai und hat sich da natürlich erkältet und kam nicht mehr so in Schwung. Deswegen ist er einmal umsonst geflogen und deswegen hat er auch die längere Pause gehabt. Normalerweise steckt er die Rennen gut weg, aber die letzte Reise hat ihn schon in den Knochen gesteckt. Sagen Sie, großer Preis von Europa, das ist erstmal in Deutschland. Bleibt er sonst wieder Pläne, ihn ins Ausland zu schicken, nach Hongkong wieder? Ja, das hängt ja vom nächsten Laufen ab und wie der Besitzer eingestellt ist, ob wir wieder reisen mit ihm. Das hängt alles vom nächsten Start ab. Und Adrien de Vries immer dabei? Ja, Adrien kennt ihn ganz gut, weil er ist schon speziell. Das sieht man an der Startmaschine, dass er seine Probleme macht. Und der Besitzer möchte einen Adrien drauf haben und das gibt auch keine Probleme und dann machen wir es so. Vielen Dank, Peter Schürgen. Und dann wünschen wir dem Globetrotter Empoli viel Erfolg jetzt für die Saison noch und dass er stark und gut zurückkommt und einen Tick sich noch steigert zu heute.